Niklas, du bist schon wieder sehr weit runtergerutscht. Noch nicht weit genug. Ich dachte, die Gruppe schon weit genug gefallen ist. Sowohl von der Kameraposition als auch vom Niveau. Ja, das hier ist die ISS-Niveau, wir sinken. Wir sind schon längst zu tief gesunken, glaube ich, was das Niveau angeht. Aber trotzdem, herzlich willkommen zurück bei Abenteuer in Avalanien. Wir frische zweimal Quaken, der Epilog von diesem Abenteuer. Ja, aber letztes Mal gab es ja eigentlich nur ein paar sehr, sehr schöne Gespräche. Wir hatten ein tiefgründiges Nachtgespräch zwischen Desire und Levent mit vielen, vielen neu gewonnenen Erkenntnissen. Und wir hatten dann auf jeden Fall ein paar sehr schöne Morgengespräche mit der Gruppe. Und alle sind jetzt frühstücken gegangen. Und da starten wir einfach wieder rein. Am wunderbaren Frühstückstisch mit der guten Viola. Sitzt ihr also in einem so Tisch, habt mehrere Stühle auch rangeholt, dass ihr alle da bequem sitzen könnt und genießt gerade euer Frühstück. Da gibt es so Speck und Spiegeleier, Brot. Hab ich Lust auf Speck. Ja, jetzt habe ich Lust auf früher Eier. Und könnt ihr für euch den Magen vollschlagen. Viola würde auch nochmal jeden Einzelnen euch natürlich so begrüßen. Und wenn ihr so frühstückt, also ich hatte es ja schon einmal mitgenommen und hänge ich jeweils, aber jetzt auch nochmal gerne für euch alle noch einmal danke für alles, was ihr hier für den Sumpf getan habt und ich hoffe, dass wenn ihr das nächste Mal hier seid, dass das alles etwas schöner ist und dass ihr dann auch die Schönheit des Sumpfes genießen könnt und nicht nur die sehr abartige Seite. Also erstmal nicht zu ungut und wo wir gerade bei einem erneuten Besuch sind, vielleicht gleich eine Frage. Du bist ja eine Priesterin von Rashtir und jetzt mal so rein hypothetisch gefragt, was wäre deine Einschätzung, wenn Rashtir jemandem sagt, hey, wenn hier alles wieder in Ordnung ist, komm doch nochmal wieder, weil dann habe ich vielleicht was für dich. Was würdest du denn einschätzen, was eine angemessene Zeit wäre, um den Sumpf heilen zu lassen? Das ist schwierig zu sagen. 5 Jahre. Bis wirklich alles wieder so ist wie früher, kann das durchaus Jahre dauern. Allerdings jetzt das, was du meinst mit der Belohnung, wenn du möchtest, kann ich versuchen, ihn nochmal zu fragen. Und sonst hätte ich gesagt, vielleicht einfach ein paar Wochen? Also nur, wenn es keine Umstände macht. Für euch nicht, nein. Und dann würde sie sich so ein bisschen aufrecht hinsetzen, würde ihr Symbol von Rashtir halt so umklammern, die Augen schließen und ihr seht dann, wie diese, so ein grüner Schimmer wieder von ihr also so aufleuchtet. Sie sagt nichts, sie bewegt nur so ein bisschen stumm die Lippen. Dann öffnet sie die Augen, schaut sich ein bisschen um und ihr seht auf einmal, wie so ein Fenster aufgeht und wie so ein Wind, so eine Brise so ein bisschen auf einmal zu euch reinweht und so ein bisschen auf euren Tisch herumwirbelt. Halt den Teller fest. Es ist kein stark, es ist nicht, dass es die Teller umwirbelt, sonst irgendwas. Es ist so eine leichte Brise, die halt eure Haare so ein bisschen aufplüscht. Und also nicht so leicht. Also wenn ich das richtig deute, scheint es gar nicht allzu lange zu dauern. Vielleicht sogar schon heute? Das heißt, ich müsste jetzt nochmal... Nein, ich... Wenn ich das richtig verstehe... Vielleicht einfach, wenn ihr aufbricht. Ich glaube, er will noch mit euch dann mal reden. Okay, das ist eine einfachere Variante. Das finde ich gut. Vielen Dank. Natürlich. Ja, und Nonom und Henk haben schon gesagt, ihr geht wahrscheinlich jetzt zurück zur Abenteuergilde, um wieder weitere Abenteuer zu erleben, nehme ich an. Das scheint jetzt unser Leben zu sein, ja. Wenn ich fragen darf, was sind eigentlich eure Ziele so als Abenteurer? Warum seid ihr dieser Gilde beigetreten eigentlich?
um die Welt zu sehen. Ich guck nur zu meinem Bruder. Ja, war ja nicht meine Entscheidung. Mein Bruder hat gesagt, wir machen das. Nun. Wir wollen natürlich als Humbeldumpe die Welt zu einem besseren Ort machen. Und da ist die Abenteurergilde meiner Meinung, meiner bescheidenen Meinung nach, genau der richtige Ort. Man begibt sich auf Augenhöhe mit dem normalen Volke und kann trotz dem geborenen, erhobenen Stande alles leiten und verwalten, damit es in die richtige Richtung läuft. Sie nickt so ein bisschen, schaut dich wirklich ein bisschen erstaunt an, so, ich habe das noch nie gesehen, das ist sehr nobel von euch, dass ihr extra euch aus eurem Palast begebt, um einmal zu erleben, wie das normale Leben ist. So sind wir. Das Opfer müssten wir einfach bringen. Bleibt uns anders übrig. Ich schüttel so ein bisschen den Kopf. Und ihr, Tessaya? Naja, ich komme aus Ashka ursprünglich und ich hatte einfach zu viel von der Kriegstreiberei dort und allem, was da so passiert und mich dort nicht mehr heimisch gefühlt. Und dann bin ich einfach so drauf losmarschiert und irgendwann habe ich dann Nom Nom getroffen und dann schien die Abenteurergilde ein guter Anlaufpunkt zu sein. Auch interessant. Also, ihr nutzt sozusagen die Abenteuergilde auch, um eine Art neue Heimat für euch zu finden. Vielleicht irgendwann. Aber erstmal muss man natürlich auch die finanzielle Grundlage aufbauen, um eine eigene neue Heimat zu haben. Das ist wohl wahr. Und ihr Nom Nom? Na, also bei mir war es so, dass ich habe ganz oft Geschichten gehört von meiner Tante, was sie so erlebt hat auf ihren Reisen und wie die Welt so außerhalb des Schlosses ist. Und naja, ich wollte das auch mal sehen und habe mich dann, naja, vielleicht habe ich mich probiert wegzuschleichen von zu Hause. Aber, aber mein Papa hat mich bemerkt. Aber für ihn war das okay. Denn er hat gesagt, ich soll die Welt erkunden gehen. Und ich habe ihm auch gestern noch einen Brief geschrieben. Und ja. Das ist auch schön. Also sozusagen derselbe Grund wie Hank, die Welt zu erleben. Ja. Und gucken, was es so gibt. Und die ganzen Köstlichkeiten zu finden. Das erinnert mich, ich habe noch einen Beutel. Und ich hol den Beutel aus meinem Rucksack. Mhm. Ja. Und ich habe ihn, also, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Es scheinen ganz viele Gewürze zu sein. Aber guck mal, seht ihr hier draußen, da ist dieser Dreizack mit dem Löffel und der Gabel und dem Messer. Und meine Tante hat mir davon erzählt, dass das eine Liga der Meisterköche oder so ist. Eine geheime Liga. Und ich guck mal. Ich habe ja noch ein zweites Frühstück. Ja. Und wird mal. Meint ihr, ich kann einfach so ein bisschen davon auf das Essen aufmachen? Probier's aus. Ich riech erstmal an dem Beutel. Nochmal, du riechst an dem Pulver? Oder? Ja, genau. Es riecht etwas, irgendwas scharf auf jeden Fall. Irgendwas sehr stark würziges. Scharfe Sache. Ich probier's mal. Ich nehme ein bisschen was und würz mein Essen damit. Okay. Ja, du würzt das Essen damit. Und dann esse ich was davon. Alles? Seit wann hält Nom Nom sich zurück? Okay, du isst also das, was du gewürzt hast, so ein Stück Speck oder ähnliches. Ja. Okay. Brauche ich einen neuen Charakter? Nein. Du fängst an, den Speck zu essen. Ja. Und
so den ersten Bissen merkst du halt wirklich sehr schnell, ja, es schmeckt scharf. Sehr, sehr scharf. Sehr, sehr, sehr scharf. Es brennt schon fast deinen Mund. Und ihr seht auf einmal wie Nom Nom, wie so eine kleine Flamme auf einmal. Und es kommt wirklich eine echte Flamme. Und dein gesamter Mund brennt gerade wirklich so, ziemlich stark. Du kriegst 3 Feuerschaden. Okay. Es brennt. Ich nehme mir Wasser. Ich würde mit, kühlen. Mit Chilltouch. Ja, okay. Ja, Frost ist es, ja. Nein, so eingesetzt, dass es nur kühlt. Ich überlege, ob ich schon mal irgendwas gelesen habe, dass Orks Feuer spucken können. Kannst du mal drauf werfen. Aber... an sich ist das nicht allgemein bekannt, dass Orks Feuer spucken können. Würde meine Haare schützen. ja, also das Durchkühlen und noch ganz viel Wasser und so weiter, man hört dieses Brennen auch auf in deinem Mund, aber in seinem Mundraum ist ein bisschen angesenkt. Ich war nicht so weg, ja. Jetzt kann Nom Nom nie wieder schmecken. Das wird ein Character-Arc. Oh! Oh no. Danke schön, Herr Shire. Bitte, bitte. Das sah interessant aus. Machst du das öfter? Nein. Okay. Aber... unabhängig davon, möchte jemand was essen? Nee, und den Gewürzen essen? Nichts davon. Okay. Ne? Also. Ich kann ja kein Essen wegschmeißen. Nein. Ich esse nicht weiter. Ich schicke dir mal bei Discord was. Oh nein. Du hast keine Zunge mehr. Das ätzt sich so langsam weg. Oh Gott. Mute mich mal und lese. Kannst du nur laut lesen? Ja. Weiß ich noch nicht, ob ich laut lesen darf. Ich lese erstmal. Ja, okay. Jeweils nachdem halt so das Brennen auf jeden Fall ein bisschen abschwächt durchs Wasser und durch den Chill-Touch, hast du das Gefühl, als ob einmal irgendwie so ein bisschen du eine Ahnung hast, was es mit diesem Gewürzsäckchen eigentlich auf sich hat. Als ob das Wissen... jetzt musst du erstmal benutzt, dass so ein bisschen in dich hineinfließen würde. Okay. Krasser Mist, interessant. Gut. Sofort wird weiter gegessen. Okay, vielleicht sollte keiner von euch da weiter essen. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Das klingt vernünftig. Geht es dir sonst gut, Nom Nom? Brauchst du Heilung? Vielleicht ein bisschen. Sie wird so eine Hand an deine Wange legen und du spürst halt, wie die Heilung von ihrer Heilzauber auf deine Zunge übergeht und so und alles wieder so Stück für Stück geheilt wird. Dankeschön. Bitteschön. Was auch immer das in diesem Säckchen ist, solltest du ja nicht essen. Scheinbar nicht. Das ist mir noch nie passiert, dass Essen gemein zu mir war. Das ist gut für dich, dass bisher immer das Essen gut war. Aber vielleicht werde ich noch herausbekommen, was es damit auf sich hat. Nom Noms Albtraum, wenn Essen anfängt, sich zu wehren. Naja. Ja. Ihr esst in dem Platz auf. Und als ihr so mit dem Frühstück fertig seid, kommt der Dorfälteste zusammen mit eurem Sumpfguide, eurem Sumpfführer, in die Taverne hinein. Noch zur Erinnerung, der Dorfälteste ist ein Halbling namens Cornat Orig. Wusste ich. Und euer Sumpfguide ist Saroy Xira, ein Elfenmann. Und jedenfalls kommt der Dorf, kommt zu euch so. Guten Morgen.
Ich hoffe, sie konnten alle gut frühstücken und sich ein bisschen erholen von den Feierlichkeiten und so. Ich habe hier den Bericht. Er wird so einen Brief auf den Tisch legen mit einem Siegel. Also wirklich so Wachssiegel noch drauf, verschlossen. Da steht alles drin, was sie alles Gutes für unseren Dorf getan haben und die Bestätigung für ihre Gilde, dass sie den Auftrag erfolgreich abgeschlossen haben. Und auch noch meinen Namen von unserem gesamten Dorf und wahrscheinlich von all den Dörfern. Wir werden jetzt erst in den nächsten Tagen wissen. Wir hoffen, dass die anderen Dörfer, dass es abgesehen von dem, was sie erzählt haben, es denen gut geht. Danke, dass sie die Gefahr aus unserem Sumpf vertrieben haben und wir wieder ein normales Leben führen können. Es war uns eine Ehre. Ihnen steht es natürlich frei, hier so lange wie Sie wollen, in unserem Dorf zu bleiben. Und ich habe viel zu tun, deswegen möchte ich mich trotzdem jetzt schon einmal von Ihnen einen verabschieden und Ihnen alles Gute wünschen für Ihre zukünftigen Unterfangen, Ihr zukünftiges Leben und Abenteuer und ja, dass Sie ja auch in Zukunft den Menschen so gutes Dienst erweisen können wie uns. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit und wir bedanken uns für Ihr nettes Angebot. Aber es gibt dort draußen so viele Menschen, die Hilfe brauchen, dass wir es uns, dass wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können, zu lange an einem Ort zu verweilen. Natürlich, natürlich. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ein Abenteurer muss Abenteuer erleben. Alter Schnuck. was haben Sie gerade gesagt? Der Körper war auf einmal irgendwas. Ihr Gesicht war auf einmal so eine komische Fratze irgendwie ganz kurz für eine Millisekunde. Was? Nein. Das muss das Licht sein. Ah, okay, verstehe. Nun denn, ich wünsche Ihnen noch allen einen guten Morgen auf jeden Fall und leben Sie also schon mal wohl. Und dann würde der Dorfälteste auch schon wieder aus der Taverne rausgehen. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie Levi manchmal in der Ecke sitzt in seinem Bett. Nein. Väterschaft! Mäh! Aber es ist Weltherrschaft ausgesprochen. Ja, genau. Oh Gott. Das Bild nie wieder auf dem Kopf. Saroy steht im Fenster noch da, so anstrengend. Nun gut. Glückwunsch, dass ihr das hier geschafft habt. Habt ihr irgendeinen Plan, wie lange ihr noch hier bleiben wollt, wann wir aufbrechen wollen? Na, jetzt nach dem Frühstück wollten wir, glaube ich, aufbrechen. Ja, zurück in die Stadt. Bitte. Alles klar. Ich habe meine Sachen eigentlich schon soweit gepackt. Also wenn ihr soweit seid, ich bin in am südlichen Dorfausgang. Ab da. Dann würde auch das rausgehen. Levi, wollen wir die Sachen von gestern jetzt aufteilen oder später ein Drachennest? Ach so, wir können ja schon mal kurz sagen, was wir gefunden haben und wenn jemand direkt was haben möchte, weil er denkt, der braucht das, können wir das ja direkt verteilen und ansonsten dann den Rest in Drachennest verkaufen und das dann den Gewinn aufteilen. Also, wir haben einen Ring gefunden, mit dem kann man dreimal so weit springen wie normal und wir haben eine Brille gefunden, mit der man in der Nacht sehen kann. Und wir haben einen Stirnreif gefunden, mit dem man einen Zauber zaubern kann, wo ich mir nur ungenau aufgeschrieben habe, was der macht und das nochmal schnell nachgucken muss. Du kannst drei so eine Feuerblitze schmeißen. Genau, Scorching Ray einmal pro LR. Hab ich mir aufgeschrieben. Genau. Ja. Also ich bleib dabei, dass die Brille wahrscheinlich du haben solltest. Weil du der Einzige bist, der im Dunkeln nicht sehen kann. Dem würde ich zustimmen. Ob der Ring auch funktioniert, wenn ich mich in einen Bären verwandle? Das wäre super lustig. Ein Bär mit einer Eulenbrille. Nein, der Ring. Der Ring. Achso, ich hatte jetzt irgendwas mit der Brille verstanden. Wir könnten ja mal probieren, Wolfi den Ring anzusetzen. Okay.
Was war das mit Scorch and Ray, so ein Silberstirn? Naja, so ein Stirnreif. So ein bisschen Diadem-ähnlich. Und also wenn wir könnten ja auch nochmal gucken, wie viel das wert ist und können dann abschätzen, ist uns das mehr wert, das zu haben, oder ist uns mehr wert, das Geld dafür zu haben? Also wenn ich das einwerfen dürfte, ich finde das Diadem da schon, also erstens sehr hübsch und zweitens, wenn ich einmal mehr am Tag zaubern könnte als jetzt, dann wäre das sehr hilfreich, weil gefühlt renne ich in Kämpfe mal rein, mach zwei Dinge und danach ist meine Kraft schon wieder erschöpft. Ja. Das ist so, als ob das ist. Ich sag nichts. Also ganz kurz, du kannst leider nicht in Bärenform die Kraft des Rings einsetzen. Weil du kannst nicht im Wild Shape Zauber casten. Und das ist ja trotzdem ein Zauber, der vom Ring ausgezaubert wird. Aber jemand anderes. Aber wenn du ein Bär bist und jemand anderes zaubert auf dich den Ring zaubert, das würde gehen. Was ist, wenn Hank in seiner Nicht-Bär-Form etwas zaubert, was länger hält als eine Runde, er sich dann in den Bär verwandelt? Verschwindet dann der Zauber oder bleibt der Zauber? Solche Konzentrationszauber bleiben aufrecht. Ja. Ah, krass. Also theoretisch, jemand anderes könnte den Ring des Sprungs halt anhaben und könnte halt, wenn Bär sich in den Bären wenn Hank sich in Bären verwandelt, wenn der Bär sich in Hank verwandelt. Endlich, das ist halt ein Bär die ganze Zeit. In Wirklichkeit. Der sich einfach in Hank verwandelt. Ja, das ist die Rache der Natur. Der Bär infiltriert einfach nur die Welt der Menschen. Voll gut. Ich liebe diese Geschichte. Es gibt wirklich, es gibt einen Scherzcharakter. Das ist genial. Da hat jemand irgendwie Level in Schurke reingemacht. Er hat irgendwie einen Bären gespielt. Hat dann halt irgendwie so und so viel Level in Schurke reingemacht und auch noch in Zauberer, sodass er dann halt einen Zauber auf sich casten konnte, dass halt andere ihn verstehen können, wenn er spricht, also wenn er einfach nur als Bär brüllt. Und hat dann halt mit Rogue einen so hohen Täuschungswert gehabt, dass er allen vorgetäuscht hat, dass er eigentlich ein Mensch ist. Und der Täuschungswert war so hoch, dass halt selbst sämtliche NPCs als auch seine Mitspieler glaubt haben, er sei ein normaler Mensch, der halt sich mit ihm unterhält, so nach dem Motto. Und später, als sie dann reich waren, hat er sich da einen Butler geholt und der Butler immer das Brüllen von dem Bären halt sozusagen übersetzt, was der halt eigentlich alles so sagt irgendwie. Und dann war es so, dass irgendwann auf dem Ball hat jemand mit einer Critical 20 von den NPCs herausgefunden, nee, halt, das ist doch wirklich ein Bär. Wenn alle anderen aber geglaubt haben, das ist ein Mensch. Und dann war es halt so, dass halt der Typ, der gesagt hat, das ist doch ein Bär, wurde festgenommen, weil er halt einen adligen Bären beschuldigt hat. Also einen adligen Menschen beschuldigt hat, ein Bär zu sein. Diese Story gibt's wirklich. Das ist so lustig. Steht ein 3 Meter großer Bär vor dir. Du bist ein Mensch. Hallo. Geil. Ja, mein Täuschungswert war irgendwas. Auf Täuschung hat er mit jedem Wurf irgendwas mit plus 12 oder irgendwie sowas bekommen. Eieiei. Und dann war es halt so, also wenn er nicht eine 1 geworfen hat, war es halt so. Sie haben es ihm geglaubt. Oh Mann. Kurz dazu das. Es gibt sehr lustige Broken-Sachen in D&D. Oh. Ja, wo waren wir? Wer was bekommt? Wer bekommt jetzt den Stirnreif, den Ring? Naja, meinetwegen. Also Tessaya, für mich ist jetzt nicht unbedingt dabei. Das Springen vielleicht. Nom Nom oder Hank, vielleicht für euch was. Ich weiß es nicht. Oder wir verkaufen den. Aber... mir ist es allerlei. Ich bin gut genug, ich brauche so allerlei Schnickschnack nicht. So ein Doping braucht ein. Also sowas wie ein Dolch, der an genau richtigen Zeitunterschieden ist. Okay, gut so. Wer das so sagt, schon so. Sching. Nein, ich brauche sowas nicht. Sching. Also ich würde so einen Ring schon lustig finden, aber Hank kann ihn auch gerne haben, wenn er will. Naja, ich kann in der Form nicht zaubern. Nimm du ihn ruhig. Okay, wir können ihn ja abwechseln. Geht das? Ihr müsst euch jetzt mal eine halbe Stunde auf einstimmen, aber ja. Das ist natürlich ansonsten auch cool, wenn man das einfach so machen könnte. Man muss irgendwo hoch, springt hoch, wirft den Ring runter, der nächste springt hoch, wirft den Ring runter. Hui. Ja, genau. Ach ja, man kann es ja auch zaubern. Du kannst auf andere Sachen.
Wie langweilig. Aber stell dir mal, wie das so macht. So, runterwerfen so. Und dann steht daneben. Warum macht ihr nicht einfach Touch und ihr könnt die losspielen? Ja, weil wir das sind. Jeder kann nur einmal mit dem Ring den Zauber pro Tag machen, also wird der Ring weitergegeben. Und da sind wir wieder bei der Fähigkeit, die Zeit anhalten. Ja. Ja, schön. Okay, und dann haben wir noch diese Tränke hier gefunden. Da ist die Frage, ob wir, wie wir das machen. Also wir haben einen Trank der Stärke. Der macht einen stärker. Hätte man... Leider nicht für immer? Nein, für... Weiß gar nicht, wahrscheinlich eine Stunde oder so, nehme ich an. Ein Trank des Feueratems. Und dann schmutze ich so ein bisschen, aber den brauchst du ja nicht mehr, Nomnom. Nee, danke schön. Und dann haben wir einen Trank, mit dem man besser klettern kann. Und einen Trank, der einen gegen Feuer resistent macht und einen, der einen gegen Blitz resistent macht. Also das auch noch mal kurz zur Erinnerung beim Ring des Sprungs, das ist, das gibt kein Limit. Du kannst den Sprungzauber so oft einsetzen, wie du möchtest, als Bonusaktion. Okay. Und wie hoch kann man damit springen? Dreimal. Dreifache. Also Sprungreichweite mal drei. Okay, die muss ich mir gleich mal anschauen, wie groß die ist. Das hattest du beim letzten Mal schon getan. Ja, aber ich hab's mir nicht aufgeschrieben. War das nicht 15 Meter? Ich wollte auch gerade sagen, 15 Meter, glaube ich, konntest du springen. Des Sprunges, Weite und Höhe mal 3. Ja, gar nicht glaubt, ey, was wir sagen. Ich reagiert doch nicht mal drauf. Ja. Nee, ich bin nicht multitaskingfähig. Außerdem habt ihr gesagt, 15 Meter, glaubt ihr, beim letzten Mal habe ich nachgeschaut. Ja, es war was mit 15, glaube ich. Weißt du, er sagt, ich bin nicht multitaskingfähig, aber hat während er was anderes gemacht hat, uns zugehört, dass wir gesagt haben, 15 Meter. Ja, so kommt alles raus, Felix, alles. So, ich gucke nach, wie weit Halbrocks springen können. In der Zwischenzeit könnt ihr die Tränke überlegen. Ja, also ich würde auch sagen, die Tränke gucken wir auch, wie viel die... Wert sind. Also ich finde, die Schutztränke können wir schon behalten, weil das weiß man ja nie. Und die anderen, die kommen jetzt so mittelnützlich vor. Mir ist es gleich. Na, das können wir dann ja noch entscheiden. Ich frage dann einfach nochmal nach, wenn wir in der Nähe von Händlern sind. Wie ist es eigentlich mit Preisen? Sind die grundsätzlich überall gleich oder gibt es da auch regionale Unterschiede? Da gibt es auch Unterschiede. Das kommt auf eine, je nachdem, also zum Beispiel in Drachennest ist wahrscheinlich das alles relativ gleichbleibend. Also natürlich gibt es wahrscheinlich die Händler, die euch ein bisschen mehr abzocken wollen. Die Händler, die ich meine so regional. Also könnte das Sinn machen, wenn wir auf dem Weg nach Drachennest noch was versuchen zu verkaufen? Sumpfbier. Es kommt auf, also wenn ihr in so einem kleinen Dorf seid, wo vielleicht ihr irgendwas habt, was das Dorf unbedingt haben will, könnte der Preis natürlich sehr, sehr steigen. Mhm. Aber an sich hast du schon feste Preise. Deshalb ist es eine gute Nachfrage. Das kann ja dafür sorgen, dass es sehr viel mehr ist. Okay, also wenn es nicht gerade irgendeinen besonderen Bedarf gibt, dann sind die Preise grundsätzlich gleich. Also dann bekommen wir für einen Heilungstrank bekommen wir überall das Gleiche. Es sei denn, die haben ganz viele Kranke und brauchen dringend Heilungstränke. Okay. Genauso kann es natürlich sein, dass wenn ihr halt in irgendein Dorf reingeht und da findet ihr auf einmal jetzt mal zum Beispiel einen Ring des Sprungs irgendwie, das ist halt ein magisches Item, was vielleicht jetzt in Drachennest nicht so viel wert ist, aber in diesem Dorf, wo es vielleicht das einzige magische Item, was dieser Dorfladen hat irgendwie, ist dann halt vielleicht der dreifache Preis davon oder sowas. Ja, oder vielleicht in einem Dorf, das an irgendwie ganz vielen Hängen liegt, wo es nützlich sein kann, wenn man weit springen kann. Oder wenn zum man Beispiel. In einem Dorf ist, wo ewige Dunkelheit herrscht, dann kann man 1000 Gold für so eine Eulenmaske bekommen. Genau. Ah, du hast genau gesagt. 1000 Gold. Ja. Das hatte ich darauf bezogen. Doch. Nein. Doch. Ja, kann man, aber haben wir so einen Ort schon gefunden? Ist die Frage. Man kann so einen Ort ja auch, kann man ja auch erzwingen. Wow. Dunkelheit. Was kann man als Warlock nochmal so für Zauber? Gibt es da irgendwas mit Verdunkeln? Es gibt Darkness, ja. Jawohl, das müssen wir lernen. Müssen ganz viele von diesen Eulenmasken herstellen. Oh Gott. Gehen dann von Dorf zu Dorf. Und so schnell wird aus den Helden Bösewichte.
Naja, aber wir wollen ja nur so viel Gold wie möglich haben, damit wir damit dann Gutes tun können. So nämlich. Das, um die Demokratie zu verbreiten. Genau, um die Demokratie zu verbreiten. Okay. Habt ihr alles verteilt oder überlegt ihr noch? Oder? Was wollt ihr machen? Ich denke, wir haben alles verteilt. Tessaya hat die Tränke noch, Nomnom hat den Ring, Tessaya hat das Diadem-Stirnreif. Und ich habe die Eulenmaske. Ne, Stirnreif einfach nur. Na. Warte, wie ist Stirnreif? Na. Helibert. Ich schaue erstmal Stirnreif Scorching Ray. Genau, der Flamme irgendwas wartet. Hier aufgeschrieben. Der ungebremsten, alles zerschmelzenden Flamme. Genau das. Und da auch gleich noch eine Frage zu. Zauber ich dann Scorching Ray immer auf dem Level, wo mein höchster Spellslot ist? Oder immer auf dem niedrigsten, was Scorching Ray kann? Da, oder? Das heißt, im Englisch heißt Circle of Blasting. Blasting. Ich blaste die. Also, wenn du das aufhast, kannst du eine Aktion nutzen, um Scorching Ray zu zaubern. Genau, für einen Angriff hast du einfach plus 5, immer plus 5, also es ist nicht abhängig von deinem Zauberbonus, sondern es ist einfach plus 5 zum Treffen. Du kannst es halt einmal nutzen pro langer Rast. Ja, und dann ist es aber immer auf dem Level, wo ich gerade bin, sozusagen. Ja, also hier steht einfach nur Scorching Ray, hier steht nichts von... Okay. Das ist halt dann schon OP, wenn das mit scaled. Aber ich glaube, es scaled halt nicht mit. Ist halt schon, das heißt, wir müssten jetzt ist schon die ganze Zeit OP. Okay. Max-Level. Die ganze Zeit. Ja, das ist so, als würdest du es auf Level 20 wirken. Es ist immer auf Level 2. Steht hier. Das ist immer Level 2, Scorching Ray. Na gut, das heißt, ich benutze es so lange, wie es Sinn ergibt und dann können wir es verkaufen. Also kannst du 4 Rays benutzen mit 2d6 jeweils. Nee, 3 Rays. Weil das aber ist ab Level 2? Das ist schon Level 2 Zauber. Das ist ein Level 2 Zauber. Das mache ich damit. So. Und ab Level 3 kann man dann jeweils einen mehr. Ja. Okay. Das wird gemeint. Okay. Ist halt nützlich auch zum Sachen anzünden. Gut, merke ich mir. Sayas lebende Feuerzeug. Ja, wenn wir das dann aufgeteilt haben, dann würde ich. Ich tippe schon die ganze Zeit so ein bisschen nervös mit dem Fuß und dann so. Also dann Richtung Stadt. Lasst uns gehen. Wolfi. Weil ich mich natürlich auf Wolfi reiten. Ja, auf Wolfi. Lässt sich nur fallen, so. Und ja, dann steht er auf, Vero steht auch mit euch auf. Ich bringe euch noch zur Dorfgrenze. Und dann würdet ihr rausgehen. Der Tavernenwirt winkt euch mal zu. Alles Gute euch. Und danke nochmal für alles. Dankeschön. Habt euch wohl. Wie heißt denn der Wirt? Bareidos. Genau. Ist Bareidos, okay. Und jetzt ist das wirklich. Jetzt zum Essen gab es Shire und Schinken. Shire und Inken. The Shire? Sind wir jetzt bei Herr der Ringe? Und ihr geht ja zum Dorfrand. Alle Dorfbewohner sehen halt, dass ihr auch so zum Dorfrand geht und verbeugen sich nochmal vor euch. Alles Gute, danke noch einmal. Lebt wohl. Ja, da muss ich nochmal auf Auftreten würfeln. Kannst du gerne machen. Ja, ach du Scheiße. Wie machst du das denn? Ich weiß nicht, das passiert auch nur bei D&D. D&D ist kacke. Du fällst von Wolfi runter. Ich mag D&D nicht und D&D mag mich auch nicht. Das beruht auf Gegenseitigkeit, ich mag das schon. Pass auf, du sitzt auf Wolfi und Wolfi
hat die Zunge die ganze Zeit raushängen und sabbert. Und du fliegst so die ganze Zeit die Sabber ins Gesicht, während du versuchst, da so zu würdevoll zu sitzen. Ich finde eine coole Idee. Wenn du das so sagst, so, gehabt euch. Dann kriegst du ein bisschen Sabber in den Mund von ihm. Ja, eigentlich wollte ich nicht würfeln, aber ich muss jetzt auch. Ich muss nicht auch würfeln. Please, haben wir auch nur eins. Noch eine eins. Oh! Boom! Yeah! Plus die 2 und dann kam die 20. 25. Niklas, wir müssen Würfel tauschen. Boom! Okay. Ja, also während dein Bruder so ein bisschen auch so wirkt, weil er so ein bisschen sauer von Wolfie im Mund irgendwie bekommen hat. Das motiviert mich, weil ich will die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Mach so 2-3 Schritte vor meinem Bruder, damit er in meinem Glanze sich verstecken kann. Und schaut mich an. Alle verbeugen sich speziell nochmal vor dir und applaudieren dir nochmal. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich darüber anders auftreten würfen will, irgendwie, dass alle Blicke auf ihn gerichtet sind und immer halt vor allem zu ihm halt in der Spitze halt immer so gehen. Ich würde euch ein bisschen ignorieren. Ja, ich würde dann auch so theatralisch dann irgendwie so einem kleinen Kind ein Apfel geben und so und einmal so über die Wange streicheln. Und komm, segne noch eins. Einen vergifteten Apfel. Und auch wenn wir jetzt gehen, wir werden immer bei euch sein. In der schwersten Stunde. Blick gen Osten. Blick gen Osten. Alle reden das erste Licht des dritten Tages. So ein paar schon wirklich so Richtung Osten. Ich glaube gar nicht Richtung Süden Ausgang. Oder eigentlich schon. Oder? Er sagt nach Osten. Oh, okay. Nein, würde halt. Und alle drehen sich weg. Würde halt in meinem Element sein und wirklich so jedes Register ziehen. Das hat mich sehr angespornt scheinbar gestern Abend. Und durch dein Auftreten ist auch wirklich so eine kleine Traube, die euch jetzt folgt. Nicht nur Viola, sondern halt wirklich so einigen von den Dorfleuten. Und immer zu rufen, danke noch einmal alles, danke. Besucht uns mal wieder. Danke für alles. Wir haben uns gerettet, die Helden. Und ihr kommt zum... Ja? Ich denke, dass Levi sich verschluckt hat und probiere ihm einmal so auf den Rücken zu holen. Und dadurch falle ich nach vorne und bin mit dem Gesicht im Fell von Wolfi. So Haare in den Mund. Und ich komme dann zum Dorf dann auf jeden Fall. Levi, vielleicht solltest du nächstes Mal lieber auf Nomnom reiten? Es kommt drauf an, wie haarig ist der Nomnom. Ich sabber selten so beim Laufen. Ich wollte gerade sagen, und mit dem Sabbern, wenn man dir was von Essen erzählt, dann kommt es ja auch ganz gut vorkommen, dass er mit dem Sabbern anfängt. Also, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Levi schaut es aber mit so einem Hundeblick so ganz traurig so Nomnom an und hält sich die Arme hoch. Ja. Oh Mann. Ihr kommt zum Dorfrand jedenfalls. Und er geht vielleicht ein paar Schritte weiter. Viola kommt auch ein bisschen mit euch, während die Dorfwohner halt im Dorfrand stehen bleiben, euch zuwinken. Lebt wohl, danke für alles. Letzte Pose. Und ja, euer Sumpfguide kommt dann auch schon so mit euch. Und Viola kommt noch ein paar Schritte weiter, wo sie dann auch stehen bleibt. Nun dann, also jetzt wohl Abschied nehmen. Ich hoffe, ich konnte euch allen eine Hilfe sein. Ein bisschen irgendwie. Und danke, dass ihr uns gerettet habt. Während ich auf Wolfi liege. geht es dir gut? Levi? Wolf, Sabah. Okay. Also... Danke nochmal und sie verbeugt sich nochmal ganz tief vor euch allen. Auch im Namen Rashtirs. Vielen Dank. Als sie das sagt, gucke ich so die umstehenden Bäume und bin so, das ist so John Travolta-mäßig.
war uns eine Ehre. Vielen Dank. Und wir wissen, dass dieser Sumpf nun sicher ist in euren Händen. Natürlich hätten wir es auch alleine geschafft, aber ihr wart eine sehr große Hilfe. Und es war uns eine Ehre, mit euch Seite an Seite das Übel zu bekämpfen. Nun ist es an dich, diesen Sumpf zu beschützen. Jetzt ist es an dich. Aber durch den Auftretenwurf wird es dich automatisch umgewandelt. Genau. Hier epische Rede anfügen. Du beschützt einen Sumpf. Du machst das. Ich kann nicht glauben. Alle Tränen kullern ihr Wagen. Oh, das war so episch. Oh, so gut. Voila. Der allgemeine Druidengruß, Voila. Dankeschön. Ich werde mein Bestes geben. Lebt wohl und alles Gute für euch. Jetzt habe ich gerade irgendwie so eine Ghetto-Druide im Kopf. Der Ghetto-Druide. Stehen sie da unter ihrem Baum? Hey, wo bist du? Das ist unser Baum. Walla, ich schwöre, Einzelkampf 4 gegen 4. Nur du, ich und Musa. Oh no! Das ist so ein Verhängt, so der naive Hengst kommt, gerät in die falschen Druidenkreise. Genauso, Druiden ist ja Druidenzirkel des Mondes und so weiter, oder so wie so das Ghetto-Zirkel. Ich bin ein Street Druid. Ey, willst du Pflanzenpower kaufen, hä? Genau. Pizza hab ich auch. Puh, sehr emotionaler Abschied. Also, ich wünsche euch alles Gute auf euren zukünftigen Abenteuern und ich hoffe, dass wir uns eines Tages vielleicht wiedersehen können, wenn hier alles wieder schöner ist und wie gesagt, wenn ihr jemals Hilfe brauchen solltet, ihr könnt immer auf mich zählen. Dann würde sie... sie ist sich nicht ganz sicher, aber sie legt so eine Hand nochmal auf deinen Rücken und macht so einen Heilungszauber. Dieser Mann bleibt. Und dann komme ich plötzlich hoch und so ein dick, so ein Fellknäuel... Alles Gute, Levi. Tappelt so ein bisschen. Ich lebe. Und ich gucke so ein bisschen nach vorne. Sabbert der Wolfi noch? Ein bisschen. Dann gucke ich zu Nom Nom. Ist da ja schon? Nein, ich laufe gerade. Okay, dann. Wir müssen mal kurz festhalten, er ist kein Halbling oder Kind oder so. Jetzt bin ich der Löwenmäßig, halte ich ihn hoch. Dann zaubere ich noch Licht, das von kleiner geworden. Ja. Dann zaubere ich noch ein Licht, während er mich hält, das auf mich scheint. Der ewige Kreis. Viola sieht das so ein bisschen so. Ich muss dann mit los. Mit Erde mache ich noch so ein Symbol auf seine Stirn. Kein gutes Zeichen für unseren Vater. Ich wünsche euch noch eine gute Reise. Und dann dreht sich Viola um und geht zurück zum Dorf. Komplett verstört. Wie haben die uns gerettet? So ein bisschen, ja. Ja, und ihr geht dann mit euren
Sumpfgeheit den Weg entlang. Und ihr seid, ihr wisst doch, ihr braucht ungefähr eine halbe Stunde, bevor ihr bei diesem Boot ankommt. Und während ihr den Weg entlang läuft, der Sahurai läuft immer so ein bisschen vor euch, bleibt er irgendwann so ein bisschen stehen und irgendwas steht dort hinten, glaube ich. Und als er irgendwer. Und als ihr so ein bisschen an ihm vorbeischaut und nach vorne seht, seht ihr eine großgewachsene Gestalt. Ein dunkelgrün, sumpfgrüner Umhang mit einer Kapuze nach vorne gezogen. Ihr könnt das Gesicht von ihm nicht wirklich sehen. Der Umhang bedeckt auch seinen gesamten Körper. Ihr seht über den Umhang selber Ranken, die ihn komplett umgeben. Und die Gestalt kommt so ganz langsam auf euch zu. Ich würde so vorbeigucken. Hallo, Rashtia! Wollt ihr mir sagen, das ist der Sumpfgott? Ja. Und als er näher rankommt, seht ihr dann auch in den Schwärze der Kapuze in die drei Augen. Drei gelb leuchtende Augen. Sam Fischer. Einen guten Tag, Junge. Abenteurer. Ich sehe, ihr brecht auf, um wieder zu fernen Orten zu reisen. Ich wollte mich noch einmal bei euch allen bedanken für das, was ihr hier erreicht habt und dass ihr mir die Möglichkeit zurückgegeben habt, mich um einen Sumpf zu kümmern. Dafür stehe ich tief in eurer Schuld. Ich bin vorbeigekommen, da richtet sein Blick so in Richtung Tassaya so ein bisschen, wegen einer Belohnung noch für euch. Und ihr seht, wie ein Arm so aus dem Umhang herauskommt. Der Arm ist komplett aus Ranken bestehen, also komplett so umschlungen. Und in seiner Hand hält er einen Kristall. Ein Kristall, der so gut schon so groß ist, so wirklich handgroß irgendwie. Und grün, bräunlich vom Muster her. Wenn man so ein bisschen in den Kristall reinsieht, sieht man, dass da irgendwie einige Sumpfranken in den Kristall drin sind. Und irgendein Licht, was sehr hell leuchtet. Ich hatte euch meinen Segen gegeben, während ihr hier in den Sümpfen seid. Ich weiß nicht, welche weltlichen Belangen aus meinem Sumpf für euch wertvoll sein könnten. Deswegen dachte ich, vielleicht nehmt ihr meinen Segen mit euch. Und würde halt so den Kristall in eure Richtung strecken. Ich laufe drauf zu und nehme ihn, ja. Okay, nimmst den Kristall. Und du nimmst den Kristall und du schaust so ein bisschen hinein. Und während du dieses Licht reinstarrst, hast du das Gefühl, dass dein Blick so ein bisschen reingesaugt wird. Und du hörst auf einmal wieder den Sumpf. Du hast so das Gefühl, du kannst ihn schon wieder riechen. Ich hab einen Sumpf im Kristall, ich hab einen Sumpf im Kristall. Und für einen kurzen Moment ist es aber nur. Bevor dein Blick sich schon wieder raus, wieder entfernt so ein bisschen, du wieder in der normalen Realität bist. Vielen Dank. Wie genau funktioniert das? Also, hab jetzt der ihn hält, den Segen? Oder haben wir alle den Segen? Oder? Wenn ihr in höchster Not seid, zerschmettert den Kristall, werft ihn auf den Boden oder ähnliches. Wenn der Kristall zerschmettert ist, wird mein Sumpf euch folgen. Und der Segen wird wieder mit euch sein. Also ihr seht wirklich, wie ich so, wie er es sagt, zerschmettert den so ein bisschen. Mein Schatz. Genau.
Also ja, die Funktion ist, ich kann mal hier einen grünbräunlichen Kristall in eine Sumpfranke eingeschlossen und eine Art Lichtkugel. Wenn man in das Licht schaut, kann man den Sumpf hören, riechen, spüren. Wenn der Kristall von einem zerschmettert wird, entsteht an der Stelle in einem Umkreis von 30 Metern ein Sumpfgebiet. Soll es in einen Raum passieren, der kleiner ist, wird nur dieser geschlossene Raum gefüllt. Dieses Gebiet bleibt für 24 Stunden ein Sumpf, bevor der Zauber verfliegt. Und solange ihr euch im Sumpf befindet, habt ihr den Sumpfbonus. Ihr habt also, wenn ihr so wollt, weil ich die Idee von euch immer so lustig fand, ein Glas ein Sumpf voll Sumpf. Kristall. Ein Glas voll Sumpf. Die allgemeine Beschreibung nochmal über Discord reinschicken. Sollte höchste Not sein, werde ich bei euch sein und euch helfen. Das ist das, was ich euch versprechen kann. Ich hoffe, dies genügt als eine Art Schatz oder Belohnung für eure Mühen. Ja, vielen Dank. Und wir werden ihn auch auf jeden Fall nur in höchster Not einsetzen. Nicht so leicht. Ich habe viel zu tun, um die Schönheit des Sumpfes wiederherzustellen. Und sehr viel Wiedergutmachen zu leisten, was passiert ist, während ich kontrolliert worden bin. Aber dank eurer Hilfe ist dies überhaupt nun möglich. Ich wünsche euch alles Gute auf euren Wegen und viel Erfolg für eure zukünftigen Unterfangen. Verbeugt sich ein bisschen vor euch. Bevor er dann so langsam sich wieder umdreht. Und ihr könnt auch so ein bisschen verfolgen, wie seine Silhouette zwischen den Bäumen immer tiefer reingeht. Und als ihr einmal blinzelt, auf einmal verschwunden ist. Und ihr wieder mit eurem Sumpfguide alleine auf dem Weg seid. Und er schaut so ein bisschen sehr fragend euch an. Wow, also ihr habt wirklich viel erlebt, was? Ja, also wir haben halt dem Sumpfgott geholfen und dann dachte ich, kann man mit ihm ja auch aushandeln, dass er uns dafür auch belohnen kann. Er ist quasi ein Freund von uns. Einen Gott als Freund zu haben, nicht schlecht, kann praktisch sein. Na gut, dann gehen wir weiter? Ja. Und dann geht ihr weiter. Ihr kommt dann wieder bei dem Boot an, diesen so ein Luftkissen-Fahrzeug. Steigt alle ein und brecht dann auf in den Sumpf. Und die Zeit verfliegt wie im Nu. Ihr habt das Gefühl, kommt sehr viel besser voran als letztes Mal. Letztes Mal war es wirklich eine 4-Tages-Reise, die ihr braucht habt, bis ihr angekommen wart. Mit immer wieder Unterbrechungen, wo ihr von den Skeletten angegriffen wurdet, Riesenschlangen, Moskitos euch die ganze Zeit gestochen haben und ähnliches. Nur jetzt diesmal, während euch durch den Sumpf bewegt, kommt keine Gefahr euch in den Weg. Keine Wegsperre. Als ob ihr nach Hause geleitet werdet. Was heißt das? Keine Moskitos, die euch nerven, keine gefährlichen Tiere, die euch nachts angreifen. Und ihr fühlt euch sicher. Wenn ihr immer mehr den Sumpf hinter euch lasst. Und so seid ihr tatsächlich gerade mal na so gut 2,5 Tage circa unterwegs. Die Frau wollte in 2,5 Tagen irgendwas machen. Ich lade einmal den Dolch nochmal auf, damit er 2 Aufladungen hat. Ja, okay. Ich hab kaum irgendwas gesehen, anderes? Dass du was draufgetaschen hast. Ich weiß nicht, was du meinst. Machst du das, also gehst du weg und machst das heimlich, oder? Gehst du vom Boot runter, machst es heimlich, während ihr weiterfahren? Naja, nee. Ihr müsst ja auch zwischendurch mal rasten. Er würfelt vorher nochmal auf Auftreten, stellt sich dann in die Mitte. Auf dem Boot wäre auch super so, springt kurz ins Wasser. So neben dem Boot, das Wasser wird so langsam rot.
Tja, der ist tot. Fahren wir weiter. Nee, also ich würde das jetzt nicht super, ich würde mich jetzt nicht, ne, in die Mitte stellen und so, seht mich an, sondern irgendwo ganz in Ruhe, aber jetzt auch nicht verstecken. Ich würde es, also das kriegt man schon mit. So, das ist jetzt nichts Dramatisches. Das ist halt ein magischer Dolch, den man so auflädt. Ja, ich beobachte dich jetzt sehr genau. Die Tage immer. Also ihr könnt ja nur Heimlichkeit gegen Wahrnehmung werfen. Ja, Heimlichkeit gegen Wahrnehmung. Aber er will es ja nicht heimlich machen, deswegen habe ich ja gefragt. Das weiß ich jetzt nicht, du musst, also... Wir können ja trotzdem machen, ob ich es mitkriege. Ich kann ja trotzdem gucken, ob ich mitkriege, dass du mich beobachtest, ganz genau. Eine 10 bei... Ja, brauchst gar nicht mehr weiter gucken, ich habe eine 4. Okay. Okay, dann bekommst du mit, das sei ja doch in den letzten Tagen auf jeden Fall sehr, sehr genau dich beobachtet. Dann würde ich den Dolch ganz besonders wegpacken. Ja, ich denke, vielleicht will sie den Dolch. Abgesehen davon noch irgendwas in den 2,5 Tagen? Ich würde nur noch mal zu Levi gehen bei irgendeiner Gast, wenn er vielleicht gerade ein bisschen abseits ist und nur fragen. Levi, unser Deal mit dem Gold aufteilen und so, ist das, also sollen wir das der Gruppe noch irgendwie vorschlagen oder soll das ein Deal sein, den einfach wir haben und ich zwack mir dann beim Verkaufen irgendwie was ab? Wie hättest du das gerne? Ach so, ja. Also, ich weiß nicht, Nom hat wahrscheinlich sowieso kein Problem damit, hätte wahrscheinlich sogar kein Problem damit, wenn du alles bekommst. Von daher ist das nicht das Problem. Henk ist das wahrscheinlich auch relativ egal. Und mein Bruder, selbst wenn ihm das egal ist, dann würde er das nicht zeigen. Also von daher können wir das schon mit der Gruppe absprechen, dass du immer ein bisschen mehr bekommst, wenn wir was verkaufen. Okay. Machst du das? Machen wir das in der großen Runde? Das machen wir dann in der großen Runde. Ja, dann würde ich sie, glaube ich, dann einmal zusammentrommeln, weil das sowas ist, was ich gerne geklärt hätte. Ja, also dann vielleicht am zweiten Tag, seit der Nachtruhe, soll es jetzt auch noch so ein bisschen, du kommst sehr gut voran, also wir könnten wahrscheinlich morgen, wenn es so weiter so gut geht, schon so zur Mittagszeit in der Stadt sein, dass ihr euch dann nach Drachennest teleportieren könnt. Und würde dann halt sich so ein bisschen am Rand so ein bisschen schnitzt irgendwas so vor sich her. Wo hatten wir eigentlich unsere Pferde gelassen? Fällt mir dabei ein. In Drachennest. In Drachennest. Okay, war ich mir jetzt nicht mehr sicher. In Drachennest wurde gelassen. Weil ihr ja gesagt habt, okay, wir kommen in den Sumpf und so weiter, könnt ihr die Pferde halt schlecht benutzen. Also habt ihr sie dann in Stellen von der Abenteuergilde gelassen. Okay. Ja, und dann würde ich alle einmal zusammen, oder wenn wir eh am Abend zusammensitzen oder so, dann einmal wie. Ich wollte mit euch kurz was besprechen, beziehungsweise Levi und ich. Er hat mich vor ein paar Tagen darauf angesprochen, dass ihm aufgefallen ist, dass ich glitzernde Gegenstände eventuell sehr gern mag und er das Gefühl hatte, es könnte sein, dass ich versuche, mir da immer irgendwie was auf unlautere Weise abzuzwacken und hat vorgeschlagen, dass wir es in Zukunft doch so machen könnten, dass wir alles, was wir so finden und anderweitig beschaffen, wir zusammenlegen könnten und was wir nicht brauchen, verkaufen und dann halt sozusagen einen Gruppengewinn machen und den aufteilen und das sein Vorschlag war, und guckt dabei so zu ihm, dass ich nicke. War, dass ich dann vielleicht einfach immer ein bisschen mehr kriege, damit ich die Bedürfnisse einer adligen Dame weiterhin befriedigen kann. Und es ist besser, das so zu machen, wenn wir jetzt, wenn jeder 20 bekommen würde, dass sie dann 22 bekommt. Oder so, das ist besser, als wenn sie denn sowas nimmt von uns oder auch von jemand anderem und wir dann eventuell
in Schwierigkeiten geraten, wenn wir irgendwo zu Gast sind und sie nimmt da was und dann kommt es raus und dann könnte das gefährden, was wir da machen und dann ist es so, denke ich, besser. Also ich hätte gar kein Problem damit. Da kam kurz ein bisschen Lamour mit drin. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe gerade noch geträumt, aber jetzt bin ich wieder wach. Also ich hätte gar kein Problem damit. Ich höre keine Widersprüche, deswegen ist das jetzt beschlossen und dann mit so einer Standarte so einmal auf dem Boden. Hört, hört. Kommt von ihm. Irgendwo aus der Ecke, weiß nicht, worum es geht. Hört, ja, hört. Hört, hört. Stützt da weiter vor sich her. Okay, schön, dass wir das besprochen haben. Und dann würde ich schnell mich Richtung Schlafgemach machen. Okay. Kommt da noch was von irgendwem? Irgendwie? Nein? Alles okay, Levent? Ja. Levent ist richtig begeistert. Alles gut. Alles gut. Okay, dann legt euch alle schlafen. Jawohl. Ja. Okay. Das war seltsam. Tja. Dann am nächsten Tag brecht ihr zum letzten Teil eurer Reise an. Und ja, wie er schon gesagt hatte, ihr kommt wirklich gut voran. Und seid dann wirklich schon so nach ja noch ein paar Stündchen Fahrt, dass ihr dann wirklich so frühen Nachmittag, so irgendwie so 1 Uhr Nachmittag, so 13 Uhr, tatsächlich schon wieder in der Stadt ankommt, wo ihr euer Abenteuer gestartet habt. In Chebrodes, genau. Und ihr kommt da an einen der Stege an. Er steigt dann aus. Oh, runter vom Boot. Wir sind wieder da. Hab Dank. Aus Chebrodes kommen die Straßendruiden. Broles, nicht Broles. Broles. Und die sagen auch immer Bro. Ey, Bro. Soll ich dir was dazu zaubern, Bro? Sonderpreis, Bro. Eieiei. Ja. Freut mich, dass ihr... bitte, Bro. Bitte. Dafür werde ich ja bezahlt. ihr wisst ja, dort drüben, die große Halle, sind die Teleportationsräume, mit denen ihr auch wieder zurückkommt nach Drachennest. Hab Dank. Hab Dank für die, dass ihr uns geleitet habt. Bitte, bitte. Das ist ja mein Job. Dann gehabt euch wohl und schönes Leben euch noch. Mach's gut. Dir auch. Tschüss. Dir auch so gut, wie das in einem Sumpf eben geht. Oh, ich mag den Sumpf. Das ist schön hier. Ich würde ihm so als... Möge das Licht des heiligen Schafes immer bei dir sein. Oh, sehr gut. Dankeschön. Ich würde ihm so kurz so auf die Schulter klopfen und ihm so die Hand geben und dann währenddessen so einen Edelstein in die Hand drücken. Nochmal so. Und dann geht's. Das ist gegen die Gruppenabsprache. Wo ist mein Anteil von Edelstein? Wo ist mein Anteil? Wir haben nicht besprochen, ob der verknüpft ist. Und Levi denkt sich, oh Gott, ich habe eine Tyrannenlasche. Bei allen Transaktionen muss immer Tessaias Anteil mit sein. So ein Stück Edelstein. Egal, was passiert, wenn irgendwas von Wert den Besitzer wechselt. Wir bezahlen Essen. Moment. Wo ist mein Anteil? Und ich mach das. Also ich mach das extra so, dass das nicht so ganz offensichtlich ist. Ich sag das nicht und ich drück ihm das nicht so in die Hand, sondern hab ihm das extra so mit der. Und mach. Wie so eine Oma, die dem Kind ein bisschen Geld in die Hand drückt. Sag's nicht, Mutti. Er nickte so. Dankeschön. Steckt so, ohne dass irgendwas da hinschaut, steckt so in die Tasche ein. Ich gucke, ob ich das wahrnehme. Okay. Ich mach den Typen auf.
Heimlichkeit. Was ist denn heute los, ey? 6? Jawohl. Ich habe eine 16, also kriegst du nichts mit. Jawohl. Ach. Also dann, schönes Leben noch und so. Und, falls ihr mal wieder ein Sumpf hier in der Nähe seid, ich bin geil wie euer Guide. Schönes Leben. Dann geht er in die nächste Taverne und ihr seid alleine in der Stadt. Wollen wir dann direkt weiter nach Drachennest? Nun, ich habe hier nichts mehr vor. Ihr noch, also meinetwegen. Mhm. Drachennest! Auf nach Drachennest. Ab zum Teleport. Ja, dann geht ihr zum Teleport. Und in der Teleportshalle habt ihr halt, war eigentlich nur die Möglichkeit, wo ich nach Drachennest zu gelangen. Aber das ist anders als in Drachennest selber, ist ja so eine riesige Halle, wo die ganzen verschiedenen Teleporter in alle Städte, in alle Hauptstädte von Avalanien so führen. Und sogar in andere Städte noch auf den alten Kontinenten. Aber direkt von hier gibt es halt durch diese Vereinbarung, dass halt die Teleporter immer nur nach Drachennest führen und nicht von jedem Teleporter in jedes andere Städtchen gehen. Müsste halt, gibt es hier nur einen kleineren Raum, wo ihr direkt nach Drachennest könnt. Dann kommen wir zu diesem Apparat, wo halt so eine Schranke erst ist und wo daneben halt so, ein, ja, so eine Rüstung irgendwie steht, die Hand so offen. Und da steht so drauf, Drachennest, ein Silber. Übernimmt das nicht die Gilde eigentlich? Wir hatten diesen Teleport-Gedöns. Stein. Ihr habt Münzen bekommen für den Hinweg, ja. Dass ihr einfach nicht direkt bezahlen müsst. Das ist ja assi. Die Lache. Was, wenn wir jetzt kein Geld hätten, um zurückzukommen? Ja, das habe ich mir gerade vorgestellt. So, du musst alles ausgeben, irgendwie auf dem Abenteuer. Ja, dann ist da so ein Silber. Ja, dann packe ich da 5. Achso, ich wollte gerade 5 Silbermünzen reinpacken, aber. Ja, er macht die Hand einmal zu, macht die Hand wieder auf, die Münzen sind weg und die Schranke geht auf. Nee, das war's. Die sind einfach weg. So ein Betrüger. Vielleicht dachte die Gilde auch gar nicht, dass wir zurückkommen. Und ihr könnt auf den Teleporter gehen? Ja. Ja. Und ihr spürt alle wieder dieses kribbelnde Gefühl in der Magengegend, während ihr spürt, wie ihr so Stück für Stück immer mehr Energie durch euch hindurch fließt, bis ihr dann aus dem Teleporter herausschreitet und euch in der riesigen Teleportationshalle wieder befindet, wo sofort wieder sehr, sehr viel mehr chaotisches, buntes Treiben ihr vorfindet, als im Vergleich zu der vorigen Stadt oder so im Vergleich zum Sumpf. Ihr seht allein in der Teleporterhalle gefühlt mehr Menschen, als ihr gerade noch in der Stadt gesehen hattet, wo ihr gerade herkommt oder aus dem Sumpf jemals. Und ich meine, Menschen sind generell aus alle Spezies, die man sich nur so vorstellen kann, die halt hier gerade hin und her laufen, in einen der Teleporter reingehen, welche andere aus dem Teleporter rauskommen. Also es ist wirklich ein großer, großer logistischer Umschlagplatz. Und wie so ein, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Hauptbahnhof einfach. Hunderte und aber hunderte Menschen, die halt hier hin und her laufen. Und dann findet euch wieder in Drachennest. Yay! Yay! Level up! Hattet ihr schon. Oh. 2 Würfel mehr für jeden. Eigentlich wäre hier ist der Punkt gewesen, wo ich das Level up gegeben hätte. So. Ach so. Also heißt die Folge, die nächste Folge jetzt anders? Das war jetzt die offiziell letzte Folge heute? Das ist jetzt theoretisch die offiziell das Finale wirklich gewesen, der Epilog-Abschluss von Wenn Frosch zweimal quark. Okay, genau. Krass. Quark, quark, motherfucker. Ein letztes genau. Mal quark. Weil ist schon soweit? Sind wir schon wieder soweit? Boah, passt. Passt, gut. Dann, ja, schließen wir auch hiermit also unser kleines, ja, das erste große Abenteuer ab, der erste große Arc. Zweimal quaken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hoffe, es hat euch gefallen. Und was jetzt hier in Drachennest passiert, werden wir in den nächsten Abenteuern erleben, für was sich unsere Gruppe entscheiden wird. Bin selber sehr gespannt, weil ich habe keine Ahnung. Es wird sehr viel Improvisation werden. Super, gut vorbereitet. Sehr gut, der Spielleiter hat... Keine Ahnung, gut vorbereitet. Guck mal, was passiert. Was? Welcher Spielleiter würde denn sowas tun? Gut, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.